Mutige Reporter braucht man, um Missstände aufzudecken, die allzu gerne unter der Decke gehalten würden. Unseren Kollegen von Panorama ist es gelungen, einen Datenskandal aufzudecken und zu beweisen, wie Internetsurfer auf Schritt und Tritt überwacht und durchleuchtet werden. Dass wir alle täglich Spuren im Netz hinterlassen, ist den meisten bekannt, aber nicht, dass internationale Firmen damit Milliardengeschäfte machen, obwohl sie den Usern versichern, nur anonymisierte Daten weiterzugeben. Von wegen. Auch sensible Daten von Politikern wurden ausgespäht. Der Europaabgeordnete Martin Häusling. Seine Themen sind brisant. Agrarpolitik, Milliardensubventionen. Was wäre nur, wenn jemand mitlesen könnte, wissen würde, woran er recherchiert? Wir haben diese Daten. Er sieht sie zum ersten Mal. Es ist jede Suche, jede Reisebuchung, jeder einzelne Klick lückenlos gespeichert. Das finde ich schon erschreckend, muss ich ehrlich sagen. Ich meine, wenn das bestimmte Lobbyverbände in die Hand bekommen, da kann man vielleicht nachvollziehen, wer jetzt mit mir kommuniziert, mit wem wir uns treffen, kann ja andere in Schwierigkeiten bringen. Aber ich meine, was ja eigentlich gar nicht geht, man kann ja meine ganze Arbeit sozusagen nachvollziehen, die ich mache. Er verabredet sich mit anderen Politikern. Wann und wo sie sich treffen wollen, steht im Internet. Es wird offensichtlich, weil die Links dazu in den Daten sind. Wann war das? Steht das da? Das ist erst noch. Die Daten kommen von privaten Firmen, die massenweise Internetnutzer ausforschen und sie zu Marktforschung und Werbezwecken weiterverkaufen. Und das nicht immer anonymisiert. Wie kommen die Händler an solche Nutzerdaten? Wenn ich mir kostenlose Zusatzprogramme, sogenannte Add-ons, herunterlade, zum Beispiel um sicher zu surfen, installiere ich mir damit möglicherweise ein kleines Spionageprogramm. Von nun an wird jede besuchte Seite aufgezeichnet. Eines dieser Programme ist WOT, Web of Trust. Es soll beim sicheren Surfen helfen, gibt aber Daten weiter. Auf Anfrage heißt es, wir unternehmen große Anstrengungen, um die Daten zu anonymisieren. Anscheinend gelingt das nicht. Das zeigt die Untersuchung eines Datenwissenschaftlers gemeinsam mit Reportern des NDR. Das ist eigentlich das Skandalöseste an der Sache, weil halt alle Daten nicht anonymisiert vorliegen. Das heißt, es ist also problemlos möglich, auch wirklich sensitive, personenbezogene Daten zusammenzuführen. Ausgeforscht werden neben Privatpersonen auch zahlreiche Politiker und deren Büros. Darunter Valerie Wilms, Bundestagsabgeordnete im Verkehrsausschuss. Auch ihre Daten sind in dem Datenpaket. Alles, was sie im Internet getan hat. Es ist jede Suche, jede Reisebuchung, ihre digitale Steuererklärung. Irgendwann schaut sie auch einmal aus Interesse nach einem Medikament, das bei Abgeschlagenheit hilft. Also das kann schaden, wenn da Dinge ans Licht kommen. Natürlich kann es schaden. Ne? Insofern haben Sie natürlich nicht ganz Unrecht. Man wird damit durchaus erpressbar. Was ihr und allen anderen Internetnutzern helfen kann, verschiedene Browser benutzen. Einen, um sich namentlich anzumelden, zum Beispiel in sozialen Netzwerken. Einen anderen Browser, wenn man einfach nur surfen will. Die Abgeordnete Valerie Wilms folgt noch einer anderen Empfehlung der Experten. Sie deaktiviert ihre Add-ons, die kleinen Zusatzprogramme im Internetbrowser.